Moin moin miteinander und willkommen zu einer nächsten Folge von Neverwinter. Unsere Quest ist ein heiliges Treffen mit dem Schaman Kyrn Whitesky. So, aufs Pferd geschwungen und losgeritten. Aus dem Weg! Die Netheril müssen sterben. Der heilige Teich. Geile Musik. So. Der heilige Teich. Der heilige Teich war seit Generationen ein Ort des Rückzugs für die Schamanen des Grauwolfstammes, um die Visionen ihres Gottes Uthgar zu empfangen. Obschon die Abgeschworenen unerbittlich gejagt werden, ist es ihrem Schamanen dennoch erlaubt, den heiligen Teich aufzusuchen, um ihre Verbundenheit mit Uthgar zu pflegen. Das ist aber sehr nett. Schöne Totems. Totenpfähle. Ein Pfahl, viele Pfähle. Ein Wasserfall. Eine Höhle hinterm Wasserfall. Interessant. So, es ist höflich abzusteigen. Oh. Wir müssen um unser Überleben kämpfen. Ja, das müssen wir leider alle. Möge Uthgar euch Kraft verleihen. So, Kyrn. Was hast du mir zu sagen? Der Geist des Grauwolfstammes wird in Dunkelheit versinken und verderben, wenn wir nicht schnell handeln. Okay. In der Höhle der tanzenden Schatten findet der verlorene Wolf vielleicht sein Rudel. Die Geister haben euer Erscheinen vorhergesagt. Ich hoffe, dass es noch nicht zu spät ist. Du sprichst in Rätseln. In der Höhle des der tanzenden Schatten findet der verlorene Wolf vielleicht sein Rudel. Wer ist der verlorene Wolf? Wer sind die tanzenden Schatten? Aha! Bitte Klartext. Als sich der Grauwolfstamm den Netheril ergab, verloren wir viel von unserem alten Wesen. Statt Uthgar zu verehren, mussten wir nun den finsteren Netheril-Gott Shah anbeten. Schreine für den Schlachtvater wurden verbannt und heilige Relikte gingen verloren. Die Abgeschworenen fordern ihre alten Sitten und Bräuche zurück. Hier am Heiligen Teich befand sich einst ein heiliges Relikt, aber die Banditen von der Sinkar-Enklave haben es gestohlen. Bitte holt mir das Uthgard-Relikt aus der Sinkar-Enklave zurück. Okay. Seek and, Destroy wollte ich gerade sagen. Seek and Steal. Die Banditen, die sich in den Sinkar-Ruinen im Westen verstecken, zeigen keinerlei Respekt gegenüber den Traditionen Uthgards. Sie dringen in unsere heiligen Stätten ein und nehmen sich, was sie wollen. Sie müssen für ihre Vergehen bestraft werden. Nehmt den Weg südwestlich des heiligen Teichs und überquert die Brücke zu den Sinkar-Ruinen. Erteilt den Banditen eine Lektion. Alles klar. Ein Dutzend Banditen und ein Relikt. Möge Uthgar euch Kraft verleihen. Notiert. Ja, ihr Wölfe. Wölfe können im Wasser nicht verfolgen, ne? Weil sie dann die Spur verlieren. Also machen wir es mal so ein bisschen halb realistisch. Nein, ich möchte nicht schon wieder irgendwo runterfallen und sterben. Eine schöne Hängebrücke. Knatsch, knatsch, quietsch. Geh rauf da. So, mal wieder was zu lesen. Oh, das ist ein bisschen viel. Xintar war einst ein Teil der schwebenden Netheril-Stadt, Xinlenal. Als
Xinlenal in dem Neverwinterwald fiel, trennte eine Gruppe mächtiger Magier ihr Heiligtum vom Rest der Stadt und landeten durch Magie in einem anderen Waldteil. Tobende Kräfte, Naturgeister, Hausten, wiederhergestellt, zurückzukehren und sie wieder aufzubauen. Im Gegenwohner verjagt, ein klar neuer Volk benannten. Okay. Ja, ihr habt nicht viel mitbekommen, richtig? Also ein Teil der Magier ist wieder zurückgekehrt, ein Teil nicht. Interessiert uns das? Ich weiß es nicht. Scharfschütze, Banditen. Ja. Ah, jagen wir mal ein paar Banditen, ne? Mal gucken, was die drauf haben. Scharfschütze, Kehlenschlitzer, Scharfschützen. Zuerst die Scharfschützen. Ihr seid ein Okay, die Banditen haben nicht viel drauf. Das müsste also relativ fix gehen. Was ist das? Egal, mitnehmen. Noch mehr Banditen. Totgeweihte. Kehlenschlitzer. Vielleicht zuerst der Totgeweihte, oder? Ich will mal kurz was ausprobieren. Na toll. Komm, umsonst. Nee, wir brauchen noch ein paar Banditen. 5 Stück, um genau zu sein. Banditen. Hallo, Bandit. Oh, hallo. Ich möchte mal mein Artefakt verwenden. Ach, sie alle! Hier, Kampf und so. Ja, er hat geschmissen. Hat zwar nicht allzu viel Schaden gemacht, aber... Ich wollte gucken, ob das Artefakt einem im Kampf ein bisschen unterstützen kann. Also es hieß ja, dass der Händler halt so eine brennende Flasche schmeißt und ganz toll und dann erst verschwindet. Hat er auch gemacht? Ja, stirb. Aber ich glaube, 500 Schaden hat er gemacht und vielleicht noch ein bisschen Folgeschaden. Ist ja nicht so die Macht. Vielleicht ist es ja eine klitzekleine Ablenkung so im Notfall, aber... Naja. Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. So, Glaubenskleriker. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Das kann sofort weg. Der Rest wird bei nächster Gelegenheit verkauft, wenn der Händler wieder, teleportieren kann. So, Banditen habe ich doch jetzt genug, oder? Ja. Rückkehr. Nein, wir wollen noch nicht zurück. Wir wollen noch den anderen Auftrag machen. Wir wollen... abgeschlossen? Nee.
Wir wollen das hier. So, Michelle, folge mir. Mit dem Segen der Götter. So, Michelle, hier kommt der große Rudelwolf irgendwo. Oder? So war das doch. Egal. Kehlenschlitzer. Geil, so ein Salto. Salto seitwärts. Fänge. Was ist denn ein Fänge? Ein Fänge ist bestimmt was Böses. So, hallo Fänge. Das geschieht dir recht, mein Freund. So, was hat denn Fänge hier? Achso, Fänge hat erstmal hier eine Falle aufgestellt. Und ein paar Sachen vergessen, die ich gerne an mich nehme. So. Einmal identifizieren. Ist das von Interesse? Ja, eher nicht. Jetzt kann ich wieder mein Artefakt ein bisschen laden. Ein bisschen laden. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich dann endlich hier bin. Und diese Ränge, aktueller Rang 5. Ja. Bin mal gespannt. Weiter geht's. Wir nähern uns ja so ganz langsam dem Ende dieser Folge. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo... einen vernünftigen Platz finde. Nochmal so ein Fänge. Ja. Na kommt, Leute. Ja, Trompete mal rum. Au. Haha, daneben. So. Auch du, mein Freund, kannst Saltos machen. Dieser kleine Trickserschurk ist ganz schön kräftig, wenn so dicke Viecher Saltos machen. Wieder voll. Es geht so fix hier. Vor kurzem habe ich mich noch beschwert, dass ich zu wenig Sachen finde. Ja. Na. Okay. Ausweicheramulett. Umhang der Ashmedai. Was ist besser? Ich vermute mal, dieses Amulett werde ich
mitnehmen. Noch nicht jetzt, aber mit dem Umhang war es dann das gewesen. Neue Ziele! So, da vorne ist wieder so ein Fängetyp. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt ganz schnell ein paar Sachen loswerden. Zum Beispiel das hier. Regeneration, ja, das kann auch weg. Und der kann auch weg. Und das Ding kann auch weg. Und wir sortieren. Und die müssten wir endlich wieder... Okay, so. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Die Folge ist leider vorbei. Nächste Folge geht's weiter hier in dieser Höhle. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht zum Ende, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie lang sie ist. Ich sage Tschüss und bis bald.